Oh Gott, du hast es doch schon 100 Mal gesagt. Das ist nicht möglich, so lange sind wir noch nicht da. Also, hallo zusammen, ich bin wieder unterwegs für SRF Volksmusik. Heute in Rotenturm im Kanton Schweiz. Und da treffe ich jetzt gerade jemanden, der mir ein neues Instrument zeigt. Das muss ich dann üben und habe schon gleich damit einen Auftritt. Ich habe keine Ahnung, was auf mich zukommt, bin aber ganz gespannt. Hallo, ist jemand da? Heute ist Ruhe, wir gehen wieder. Wir gehen wieder. Was muss ich machen? Muss ich läuten? Okay, gut. Sicher offen für dich. Mensch. Yes! Gell? Ja! Aussiegen! Super! Ich freue mich. Warte, musst du mir noch schnell helfen. Du bist mein Waschechter. Ja, genau. Ich bin der Carlo. Ah, Carlo. Hoi, Arli. Hoi. Willkommen, gell? Ja. Danke vielmals. Der Carlo Gwerder kennt man vor allem als Bassist und Sänger beim Quartett Waschecht. Und nebenan dirigiert er auch noch den Jodelclub Rotenturm. Sonst ist er viel auf der Rigi anzutreffen, dort ist er nämlich Lokführer der Rigi-Bahn. Und heute tut er auch noch Bass unterrichten, und zwar mich. Ja, Arlette, jetzt begrüße ich dich zu der ersten Bass-Gigi-Lektion. Okay. Und wünsche dir viel Spass mit dem schönsten Instrument, das es gibt auf der Welt. Danke. Die Höhe einstellen, anstehen, fühlen schauen, das Publikum Freude machen. Was ist genau, was Freude zeigen? Und jetzt geht es darum, das Instrument hat ja vier Saiten. Und sie sind ja eigentlich so gestimmt mit G, D, A, E. Und ich kann mir das am Anfang nicht mehr merken, da habe ich mir einen Eselsbruch gemacht. Und zwar ist das G, du, alter Esel. G, D, A, E haben wir vorher, G, du, alter Esel. Und dann hast du die Töne, die auf dem roten Punkt sind, hast du genau auf derselben Linie. Das hat jetzt einmal ein System. Gell. Das gefällt mir. Ja. Der Bass funktioniert so, das, was du oben abdrückst, das tut er eigentlich wieder geben, also das hörst du nachher. Und wenn du weiter runter gehst, also mit dem Finger da runter gehst, tut er immer einen anderen Ton nehmen. Ja, genau. Aha. Bist du auf dem blauen Punkt? Ja. Ja, sehr gut. Das ist ein gutes Gehör. In der Nähe. Ja, das gut, stimmt. Also, machen wir nochmal Grundpass, wenn wir angefangen haben. 3, 4 und jetzt wechseln wir auf den Wechselpass. Aha, aber dann müssen wir wieder auf der D-Seite. Nein, falsch. Auf der A, genau. Voll verkehrt. Es ist schwieriger, als ich denke. Schon, gell? Hä? Ja, sieht auch sehr geil aus, nicht? Okay. Ich tue immer zuerst ziehen und dann stoßen. Also, weißt du, bei dem Ton, oder? Grundpass, haben wir vorher gelernt. Arlette, ja. Gratuliere, du kannst Bass spielen. Ja, danke. Gell? Jetzt müssen wir es einfach noch schön können. Ja, genau. Genau. Ja, das ist jetzt alles, was du mir mitgibst. Also, sie ist ein Talent. Ich merke, dass sie natürlich auch sonst schon musikalisch unterwegs ist. Es hat extrem Spass gemacht und ich bin überzeugt, dass sie ganz, ganz einen guten Auftritt wird machen mit Waschecht. Die Schwierigkeit mit dem Bass ist halt, dass ich viel mehr Kraft brauche in der linken Hand. Ich habe gemerkt, es hat immer so komisch an vibrieren, wenn ich nicht genug fest gedrückt habe. Und darum muss ich jetzt einfach da Kraft aufbauen und Hornhaut bekommen an den Fingern. Und dann ja, schauen wir, wie es kommt. Ich habe ja gedacht, ich könnte einfach lernen, wie so ein Stück aufgebaut ist und dann, wie es oben geht. Aber jetzt, jedes einzelne Lied auf dieser CD ist anders. Und ich kann einfach nicht so schnell und spontan reagieren, weil ich noch nicht so affin bin auf dem Kontrabass. In 4 Tagen ist der Auftritt und ich musste eindeutig meine Strategie ändern. Ich habe vorher einfach irgendwie im Zeug rumgetümpelt, habe ein bisschen probiert mitzuspielen und ich bin nicht auf einen grünen Zweig gekommen. Jetzt habe ich mich angefangen, auf ein Stück zu fokussieren. Was mich leicht verunsichert ist, dass wir alle gesagt haben, du wirst einen Blatter haben, blutige Finger und du wirst nicht mehr spielen können. Und ich habe das nicht und jetzt habe ich das Gefühl, ich habe viel zu wenig geübt. So, fertig.
Fertigpass geübt. Jetzt bin ich hier zu zählen und darf jetzt gerade mit Waschach zusammen ein Stückchen spielen an ihrer Stube. Sie ist recht gut gegangen, aber jetzt, als ich hier oben bin, bin ich gleich wieder nervös. Aber ich freue mich. Herzlich willkommen hier im schönen Zell in der Sonne. Ihr habt auch gesehen, Arlette Wiesmer ist da. Also sie ist vor einem Monat ist sie eigentlich vor meiner Tür gestanden. Und sie hat nicht gewusst, was für ein Instrument das jetzt auf sie zukommt. Und dann ja, kommt sie hin und dann sieht sie, Herz ist das, wo die Bassgeige dran. Und jetzt hat sie in diesem Monat hat sie Zeit gehabt, um Bassgeige zu erlernen. Also sie war einmal in der Stunde bei mir und hat nachher selber Platten angeeignet. Genau. Und heute Abend darf sie dann ein Stückchen mit dem Quartett Waschach zusammen spielen. Und dann habe ich den Feierabend, dann darf ich nachher heimgehen, weil Arlette hat das so gut geübt und gemacht, dass sie das nämlich jetzt kann, mit dem Quartett Waschach aufspielen. Endlich. Ich muss langsam zufrieden sein. Ich meine, so nach einem Monat. Wir haben es durchgebracht und vor allem, es hat mega Spass gemacht, mit Waschach zusammen zu spielen. Du, ich glaube, ich gehe nicht zu Hause, weil ich jetzt Feierabend habe. Arlette hat das tiptop gemacht. Sie hat in einem Monat geübt und hat keine Platten bekommen, wenn ich jetzt auch gerade bekommen habe. Oh, es macht eine wahre Freude, wie sie das gemacht hat. Wirklich tiptop. So, das vierte Instrument ist geschafft. Jetzt kommt nur noch eins. Und ich habe eine kleine Ahnung, was das könnte sein. Aber der heutige Abend war super. Ich durfte ein mega schönes Instrument spielen mit einer super Truppe. Genau so, wie es mir gefällt.